Willkommen zu einem weiteren Tutorial für den FM22. Ja, was habe ich mir gedacht? Und zwar habe ich mir gedacht, ich überarbeite mal meine Trainingspläne. Das heißt, der Trainingsplan wird dann heißen Wizards Trainingspläne oder Wizards Trainingspläne 2.0. Was habe ich mir da gedacht? Und zwar habe ich das alles ein bisschen vereinfacht dargestellt und ein bisschen was an den Trainingstagen geändert, also hier in dem Bereich. Also hier so. Ne? Fangen wir mal an. Fangen wir mal mit der Abwehr an. So, die erste, das sind die allgemeinen Taktiken. Hier kommt die Samstagabwehr 1. Also ich habe für jede Woche, für jedes Teamteil, also sprich Abwehr, Mittelfeld, Sturm, habe ich vier Trainingspläne erstellt, also 4 Wochen. Das heißt, Abwehr 1 sähe dann so aus. Ihr seht, es sieht schon ein bisschen anders aus als sonst immer. Und zwar habe ich, ich fange mal an mit der ersten Reihe morgens. Da habe ich die Fitness schon darauf angepasst, was die Spieler trainieren sollen. Sprich Abwehr, Sprungkraft wegen Kopfbälle, Koordination. Ne, das soll Schnelligkeit, Beweglichkeit, Robustheit und Balance trainiert werden. Steigerungsläufe, Antritt und Ausdauer, das brauchen die ja die Abwehrspieler. So, dann habe ich die zweite Stunde des Tages für die Abwehr, habe ich dann auf Taktik gelegt. Da sollen auch, wie ich finde, für abwehrspezifische Taktiken gemacht werden. Sprich Abseitsfalle zweimal. Dann Ball halten. Lange Bälle, lange Pässe und Ball halten nochmal, ne? Also zweimal Ball halten, zweimal Abseitsfalle. Am dritten Tag wird dann Tackling geübt. Am vierten, am dritte Stunde und vierte Stunde werden Kopfbälle geübt. Und dann habe ich statt dem individuellen Training habe ich halt hier noch Ecken, Freistöße und Standards reingenommen. Das wird jeden Tag trainiert. So, bei Abwehr 2 wird ein bisschen was geändert. Da wird wieder hier mehr auch, also Sprints gemacht, Taktik und dann kommen die Fähigkeiten, ne? Sieht man ja hier. Das wird dann in allen 4 Abwehrwochen so sein, außer auf der vierten Abwehrwoche. Da rückt wieder das individuelle Training in den Fokus. Das heißt, da auch wieder erste Stunde halt Fitness. Zweite Stunde Taktik, dritte Stunde Fähigkeiten und ein bisschen Taktik. Und die vierte Stunde Taktik und der Rest alles individuelles Training. Im Mittelfeld, das ist jetzt MASA Samstag am Mittelfeld Angriff 1. Das ist dann für die zwei Gruppen, wenn man nur zwei Gruppen hat, dass sie Mittelfeld und Angriff Sachen trainiert werden. Dann haben wir jetzt die Mittel 1. Genau. Das ist der Prinzip ähnlich aufgebaut. Nur halt, dass hier Mittelfeldspieler Sachen trainiert werden. Und im Sturm werden halt die Sturmsachen trainiert und so weiter. So, dann die Torhüter, da haben wir 7 Wochen. Warum haben wir da 7 Wochen? Erkläre ich euch jetzt. Samstag Tor 1 bis Samstag Tor 7. Und zwar sind die Torhüter-Sachen sind dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, da wird viermal pro Woche jeweils immer eins trainiert. Und dann wird mittwochs und freitags und montags werden dann noch ein anderes Torwartfähigkeit trainiert. Deswegen gibt es davon 7. 7 Wochen deswegen, weil der siebte ist dann für individuelles Training eingerichtet. Und Elfmeter-Training. Ja. Genau. Dann habe ich noch, das war jetzt für die erste Liga. Für die erste Liga haben wir, Moment, was war hier? Langfristiges Training. Aufstellung laden. Also, die erste Bundesliga hat jetzt nur noch zwei Sachen. Und zwar habe ich die Reserve
nur noch auf einmal auf die auf, nur ein Training für die Reservelisten immer von der was ist das? Von der Oberliga bis zur dritten Liga trainieren die alle das Gleiche. Ebenso in der zweiten Bundesliga, in der dritten Bundesliga. Dann habe ich hier einen Trainingsplan für die Amateurliga, falls man in der Oberliga, Regionalliga oder in der dritten Liga, in der dritten Liga haben wir Regionalliga und Oberliga anfängt. Das ist für die Sachen. Und dann habe ich hier noch Ausländische. Ausländische ist dann für, egal wo ihr spielt, da könnt ihr, müsst ihr halt darauf achten, wo eure erste Mannschaft halt spielt. Spielen sie Samstag, dann müsst ihr die ausländische Liga Samstag, zwei Gruppen oder drei Gruppen, je nachdem, was ihr habt. Und wenn ihr Sonntag spielt, wie in Spanien zum Beispiel, dann müsst ihr halt die Sonntagsspiele nehmen. Das ist dann einfacher zu machen alles. So, die Trainingsgruppen lasse ich immer auf SAM trainieren, also Sturm, Abwehr, Mittelfeld. Das heißt, die kommen alle, auch die LAs, die setze ich übrigens auch alle ins Mittelfeld. Es sei denn, die spielen, ihr spielt eine Taktik, wo ihr mit rechts und links außen spielt, dann würde ich die LAs und RAs in den Sturm reinsetzen, ja. Also wenn ihr mit, sag ich mal, 4-3-3 zum Beispiel spielt, kommt der LA und RA, die beiden, die kommen hier rein, spielt ihr mit 4-4-2 mit Raute oder was, zum Beispiel, dass ihr linke Mittelfeldspieler und rechte Mittelfeldspieler habt, dann kommt die LA und RA in Mittelfeld. Das ist selbstredend, das ist Abwehr und Torwart, das ist ganz klar. So, ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Ich habe das getestet. Die funktionieren auf jeden Fall besser, die Trainingspläne, als meine alten Trainingspläne. Funktionieren super, ehrlich. Ja, warum ich jetzt die Bayern genommen habe, ganz einfach, weil die ja von Anfang an drei Gruppen haben. Und auch genug Trainer, um die zu trainieren, ne? So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns Montag wieder, wenn ich meine Karriere mit Köln fortsetze. Bis Montag dann. Ciao, ciao.